So, wir stehen vor dem Tor von Riften, aber ich habe mir überlegt, dass ich doch nicht hierhin will. Ich bin jetzt You're mal ganz spontan so frei, woanders hinzufahren. Where do you want to go? Und zwar nach Windhelm. Climb back and we'll be off. Das ist die schöne Rebellenhauptstadt. Und zwar You'd best hurry it up. habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht erstmal hier dieser dunklen Bruderschaft beitrete und lustig einen auf Meuchelmörder mache. Denn wenn man denen beitritt, dann bekommt man eine ziemlich coole Rüstung, wo ich eigentlich erstmal Wert drauf lege. So. Ja. Dann laufen wir mal rein. Hey, watch it. Ja, was heißt hier, hey, Watchet, lauf du mir doch nicht im Weg. Das hier ist die Hauptstraße, du kamst aus der Seitenstraße, du musst aufpassen. Straßenverkehrsordnung. Ja. Nee, es bietet sich irgendwie auch übelst an, gerade zu spielen, weil ich noch ein bisschen Zeit überbrücken muss. Ich habe nämlich gerade einen Kumpel angerufen, der samstags um 18 Uhr immer noch im Bett liegt, was aber daran liegt, dass er einfach Nachtschicht hatte und dann so ein bisschen durch ist. We haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're imperial spies. Ja, dann sind die halt alle busy, meine Güte. Maybe we'll pay you a visit. I'm a sailor on the North Wind. We're laying over in Windhelm for a while. It's good to spend some time on solid land. So. Ich will nicht mit dir reden, ich will mit der Elfin reden, aber der Dunkelelfin. Life on the river makes for weak legs, so I do a lot of walking when we dock. Captain Kiar expects the best. Okay, der kann scheinbar, oder die kann scheinbar nur rumschwafeln, wonach mir jetzt gar nicht ist. Ich wollte eigentlich mal irgendjemandem begegnen, der mir irgendwie einen Auftrag verschaffen kann, irgendwie. Ja. Und so, der sieht doch vielversprechend aus. Skyrim for the Nords types. I think all folk should be welcome here. And you're right. At least as far as I'm concerned. Ja, ich rede gerne so von oben herab mit anderen Leuten. Bla 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 bla. Ulfric doesn't care. Bla 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 bla. Attack a Nord village. When a group of dark elf refugees gets ambushed. Ja, dann macht er nichts. Nein! Ja, ich glaube, das könnte ich machen. Für Geld sowieso immer. In diesem Spiel bin ich Kapitalist, wenn auch nicht im richtigen Leben, aber in diesem Spiel schon. So. Show those marauders what Windhelm justice tastes. Das ist toll, das ist alles so einfach und unbürokratisch. Ach ja, wenn das echte Leben nur auch so wäre. So, wir müssen, da ist der Anzeiger, hier hin. Enter the Underforge. Nee. Ach, hier ist das, okay. Dann werde ich mal dahin gehen, weil das am kürzesten ist wahrscheinlich. Ja, hier sind diese coolen Masken von diesen Dragon Priests. Die liegen noch in irgendwelchen Ruinen rum und ich habe mal so eine gefunden, die sehen übelst cool aus, wenn man die trägt. So. Ach so,
Sollte ich das hier mal ausmachen, nicht dass ich verwirrt werde und in die falsche Richtung laufe. Ja, wie auch immer. Ich wollte, irgendwas hatte ich doch. Ja genau, Kumpel hat Nachtschicht und dann muss ich ihn glaube ich später nochmal anrufen. Also laufe ich jetzt hier durch die Gegend und verbreite Angst und Schrecken. Was auch ganz gut ist, weil ich so ein bisschen Frust abbauen kann. Weil ich einfach ein bisschen genervt bin. Was auch Gründe hat, über die ich jetzt nicht reden möchte, weil ich so ein verschwiegener Typ bin. Aber ich wollte es angedeutet haben, nur einfach so, damit Interesse geweckt wird oder sowas. Ja, Mystery, Mystery, das könnte eine X-File werden. Apropos X-File, ich gucke auch gerade wieder Akte X. Und das ist übelst lustig. Ich bin total begeistert. Ja. Also ich habe richtig exzessiv in den letzten Tagen Akte X geguckt. Ich habe, glaube ich, in den letzten 2,5 Wochen oder so, oder 3 Wochen, habe ich erstmal locker 5 Staffeln durchgezogen. Da steht einer. Ich hoffe, der ist nett. Ist einer von uns? Hallo, alter Ork. I am waiting for a good death. Was zum Teufel? My time has come. I am old. Too old to become chief. It would be wrong for me to take wives at this age. So I will die. Malakath has given me a vision of a glorious death. I am to wait here until it finds me. Okay, einfach mal sitzen und warten. Ja, ich gebe dir einen kleinen Tipp, du wirst da verhungern und das wird nicht besonders angenehm sein. Indeed. One should find his death while he can still call himself a proper man. Das ist eine gute Einstellung. New York men are not like these Nords and Imperials who carry on until they are gray and feeble and their hair falls out. To cling to something past its usefulness is unseemly. How much more so when that thing is you? Yes, were I to simply lay down and die, it would not please Malakath. Okay, es läuft darauf hinaus, dass ich ihm den Kopf abschlagen muss. Cool. Perhaps. Are you sure about this? Yes, I am sure. We shall see. You're mine. Warum müssen Orks eigentlich immer Stress machen? Es ist unglaublich. Die letzte Runde, die ich gespielt habe, war es auch schon so. Immer, wenn ich durch die Gegend gelaufen bin, irgendwelche Orks da waren, haben die Stress gemacht. Es ist unglaublich. Kann ich von irgendwas gebrauchen? Das ist alles schlechter als meine Rüstung. Ja, schön. Was für ein Fritz, Alter. Ich fass es nicht. Aber ohne Scheiß, die gammeln immer rum. Oder lustig ist dann auch so, ja, ich laufe hier einfach mal random wild durch die Gegend und will irgendwas verkaufen oder so. Ach so, du willst das nicht kaufen? Ja, dann hau ich dir jetzt aufs Maul. Hä? Das ist so typisch Ork, der in der Landschaft rumsteht. Ja, ich glaube, wir sind fast da. Schön. So. Richtig. Ja, stimmt, da vorne ist ein Eingang, so wie es aussieht. Ich schleich mal rum. Ich sollte vielleicht auch aufhören zu spielen, weil es sonst zu lang wird. Lost Knife Hideout. Ja, das sieht doch sehr idyllisch und vertrauenserweckend aus hier. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal Pause und dann gehen wir gleich rein.